zu zeigen, n Drittel hoch n ist kleiner als n Fakultät. Wir fangen an, Induktionsanfang, und probieren diese Aussage für n gleich 1. Dann folgt daraus, 1 Drittel hoch 1 ist kleiner mit einem Fragezeichen 1 Fakultät, äquivalent umgeformt, 1 Drittel kleiner 1, eine wahre Aussage. Die Induktionsvoraussetzung ist immer der einfachste Teil. N Drittel über n kleiner n Fakultät. Was zu beweisen ist, wird abgeschrieben und dahinter gelte für ein n Element n, ein beliebiges. Jetzt kommt der Induktionsschritt. Ich soll zeigen, dann gilt er auch für das nächste. Also es ist zu zeigen, n plus 1 Drittel hoch n plus 1 ist kleiner als klein Gleichheitszeichen, kleiner Irrtum, und hier n plus 1 Fakultät. So, jetzt kann hier das letzte Glied abgespalten werden. Wir formen äquivalent um. Dann habe ich hier erstmal n plus 1 hoch n plus 1 dividiert durch 3 hoch n plus 1 ist kleiner als n Fakultät mal n plus 1. So, an dieser Stelle erinnern wir uns an die Induktionsvoraussetzung. Die größere Seite wird verkleinert und das ist eine Umkehrfolgerung und deswegen schreiben wir hin, Umkehrfolgerung n plus 1 hoch n plus 1 dividiert durch 3 hoch n plus 1 ist kleiner als n hoch n dividiert durch 3 hoch n mal n plus 1. So, jetzt können die zuständigen Terme übereinander geschrieben werden, äquivalent umgeformt. Erstmal ein n plus 1 kürze ich weg. Deswegen ist das n plus 1 nur noch n mal da. Dann steht das 3 hoch n plus 1 auf dieser Seite hier. Hier unten steht 3 hoch n. Und welcher Term fehlt noch? Der Term n hoch n. So, wir formen äquivalent um. Und das, was wir hier stehen haben, ist jetzt 1 plus 1 durch n hoch n. Das ist gerade kleiner als, und hier steht eine 3. So, und das hier ist jetzt eine sehr interessante Folge. Und diese Folge hat einen Grenzwert, den man kennen sollte, denn es gilt der Limes von 1 plus x durch n hoch n. Für n geht gegen unendlich, der ist gerade e hoch x. Und der Limes von 1 plus 1 durch n hoch n. Das heißt, x gleich 1 ist damit e hoch 1. Ich kann jetzt also eine Umkehrfolgerung machen und die sagt aus, e ist kleiner als 3. Und das ist eine wahre Aussage. Wir wollen erstmal nochmal überlegen, warum diese Aussage gilt. Und wir wollen diese Aussage hier uns nochmal überlegen, warum da diese Aussage hier rauskommt. Und das sieht wie folgt aus. Wenn ich den Limes bilde von 1 plus x durch n hoch n, für n geht gegen unendlich, dann ist das gerade e, der Limes natürlich davor, n geht gegen unendlich, e hoch ln von 1 plus x durch n und das Ganze hoch n. Jetzt kann ich die n nach vorne ziehen und kann weiter sagen, das Ganze ist jetzt gleich
E hoch Limes. Ich kann den Limes also auch oben reinziehen. N geht gegen unendlich. Dann steht hier der ln von 1 plus x durch n. Und das n steht hier vor. Und jetzt bringe ich dieses n in den Nenner vom Nenner. 1 durch n. Und erweitere das n von n Element n auf n Element r. Damit kann ich die Regel von L'Hôpital anwenden. Und wir stellen hier fest, wir haben die Form, wenn nicht das gegen unendlich geht, 1 durch unendlich ist 0. Und oben steht ln 1, der ist auch 0. Wir haben also die Form 0 durch 0. Also nochmal, der Nenner geht gegen 0, weil das n unendlich wird. 1 durch unendlich ist 0. Und oben der ln 1 ist 0. Und damit kann ich die Regel von L'Hôpital anwenden. Die sagt aus, dass ich Zähler und Nenner getrennt ableiten muss. Und dann habe ich e hoch Limes. Ich leite den Zähler ab. Dann steht das 1 plus x durch n im Nenner. Jetzt muss ich nachdifferenzieren. Das heißt, ich muss diesen Term hier nochmal ableiten nach n. Dann kann ich erstmal das x abschreiben. Und wenn ich n hoch minus 1 ableite, ist das minus 1 mal n hoch minus 2 oder minus 1 durch n². Den Nenner muss ich auch ableiten. Minus 1 durch n². Das kürzt sich weg. Das geht gegen 0. Und damit bleibt über e hoch e hoch x. Der Limes hier nochmal ausgeschrieben. Und wie gesagt, der Limes sorgt dafür, dass das x durch n weg ist. Und dann steht oben eine x und unten eine 1 und das ist e hoch x. So, und das bedeutet, dass ich hier eine Folge habe, die also ganz langsam wächst. Wenn ich für n gleich 2 einsetze, dann habe ich dort 1 plus 1, also erstmal für n gleich 1 eingesetzt, hoch 1, das ist eine 2. Und jetzt kann ich das eben weitermachen. Jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, ich setze für n die Zahl 2 ein, dann stelle ich fest, 1 plus 1 halb hoch 2, das sind dann gerade 1 halb, 3 halbe hoch 2, das sind 9 Viertel. Wenn ich 9 Viertel ausrechne, sind das 2,25 und das kann ich jetzt weitermachen und dieses Teil steigt immer weiter, bis wir in die Nähe vom e kommen, also bis wir auf 2,7 kommen und höher steigt dieser Term nicht. Das hier ist also eine Folge, die monoton ansteigt bis zur Zahl e und die Zahl e ist kleiner als 3 und damit ist das, was hier steht, eine wahre Aussage und damit ist die vollständige Induktion fertig. Wir fassen nochmal zusammen. Das hier ist das Teil, was zu zeigen war. Induktionsanfang für n gleich 1, ein Drittel kleiner 1, muss nicht kommentiert werden, ist einfach. Die ganze Behauptung abzuschreiben ist auch einfach. Und hinzuschreiben, gelte für ein n-Element n. Auch einfach für n n plus 1 einzusetzen. Aber hier fehlt noch das Fragezeichen. Und hier fehlt das ist zu zeigen dahinter. Dann wird hier das letzte Glied abgespaltet. N plus 1 abgespaltet. Hier die Induktionsvoraussetzung eingesetzt. Dabei muss ich berücksichtigen, dass das eine Umkehrfolgerung ist. Jetzt werden immer die zugehörigen Terme übereinander geschrieben. Das n plus 1 kann einmal rausgekürzt werden. Damit wird der Exponent hier um einen kleiner. Dann kann ich das Ganze hier zusammenfassen. N plus 1 durch n ist 1 plus 1 durch n. Das Ganze hoch n. Und das hier ist, wie gesagt, eine monoton steigende Folge, die von 2 langsam nach e aufgeht. Und auf der rechten Seite kürzt sich das Ganze zu 3 zusammen, sodass zum Schluss e kleiner 3 übrig bleibt. So, und dann kommt natürlich der Schlusssatz noch dahinter. Ich glaube, den brauche ich nicht mehr hinzuschreiben. Nach Satz über vollständige Induktion gilt die Aussage an für alle n Element n. Das sollte man natürlich in der Klausur noch drunter schreiben. Und ich denke, ich kann auch dieses Video wieder zumachen.